Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich habe Besuch bekommen in Hamburg von. Stell dich mal vor. Vielleicht, genau, Amir. Ja, was geht ab? Ich bin Amir. Genau, ich bin jetzt, vielleicht ganz kurz. Ich bin auch ein bisschen auf YouTube unterwegs für die Leute, die mich nicht kennen. Oskar lacht schon. Ja, genau. Weil die kennen euch deswegen. Naja, okay, Oskar, du hast ungefähr 10-mal so viel Abos wie ich. Wie lange haben wir nichts mehr gemacht? Schon ein paar Monate, Alter. Also die von Anfang an da sind, werden euch sicherlich kennen. Und genau. Die neuen. Genau, Amir Nils aus Göttingen und Eugen aus Hamburg. Ihn kennt ihr vielleicht noch vom letzten Video, es sei denn, ihr seid heute erst zum ersten Mal dabei. Und wir werden das machen, was die beiden am besten können. Genau, wir sind ein bisschen bekannt dafür für unsere Booster-Tests. Wir haben natürlich einen Booster-Studenten Amir hier neben mir sitzen. Deswegen haben wir ein kleines Schmuckstück mitgebracht aus Göttingen, und zwar den Conquer Pre-Workout AMP von Olympus Labs. Und den wollen wir heute mal testen. Genau. Ja, Bock drauf. Also ich muss sagen, wir haben eben einen Vlog aufgenommen, da habe ich gesagt, ich nehme keinen Booster, Eugen auch nicht, weil wir das jetzt ein paar Monate durchgezogen haben, ohne Stimulantien und ohne Booster allgemein zu trainieren. Und jetzt haben wir gesagt, also ich war heute erstens schon trainieren, jetzt gehe ich zum zweiten Mal, jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, da hilft ein bisschen Koffein immer, und außerdem ist das jetzt eine besondere Situation, dass die beiden hier sind, haben wir uns dazu entschieden, okay, wir nehmen einen halben Scoop. Ganz genau, und wir nehmen eine ganze Portion, aber wir haben auch schon gesagt, wir haben den Booster bisher einmal schon angetestet und wir sind auch vollkommen der Meinung, dass ein halber Scoop auf jeden Fall ausreicht. Und deswegen, ich bin gespannt, wenn man so lange keinen Booster konsumiert hat, hat man natürlich eine ganz andere Toleranz. Der wird die ganze Sache ganz interessant. Der kann auf jeden Fall mit dem einen oder anderen guten Booster mitnehmen. Ja, genau. Deswegen, ich bin auch selbst mega gespannt. Also ich würde sagen, ich schenke einfach allen hier mal ein. Geil, von Physics Generation, von Mario bekommen. Nice. Dings, wie teilen wir das auf? Also mit dem Booster-Test. Wir fangen jetzt hier auf meinem Channel an. Genau. Also hier machen wir die Einnahme. Ich mache das Citrullin mal abbringen. Also, ja, kannst du holen. Und die Einnahme machen wir hier auf meinem Channel. Dann blende ich noch ein paar Trainingsausschnitte vielleicht ein, so damit ihr einen Einblick bekommt, wie das Trainingsvideo war. Und dann könnt ihr auf meinem Channel dann den Rest abchecken und das Fazit auch. Genau, das Fazit, und wer weiß, vielleicht mache ich auch den einen oder anderen Trainingsclip davor, dass man einen netten Übergang hat. Und dann wird es das Fazit bei mir geben. Wir unterteilen nämlich mal in drei Kategorien. Die Einnahme gibt es ja bei dir, dann noch Pump, Fokus und die Energie. Genau, aber ihr könnt euch ja selber durchklicken bei den Channels. Genau. Und was, Eugen muss gleich nochmal sich zu Wort melden. Was er da macht? Was er da gerade reingemacht hat. Was war das für eine Tüte, Eugen? Was war das für ein Löffel? Warum gibt der nichts ab? Wollt ihr die auch? Nein. Doch, sicher. Mach Eugen. Zeig mal das Ding. Vielleicht wundert ich mach dir mal einen Heim rein, oder Eugen? Vielleicht denken die so, was ist das denn für Junkies? Also das ist Zitronenmalat. Möchte man? Boah, du hast das zwei Löffel gegen. Hast du zwei flache Löffel? Ein Viertel, das sind 6 Gramm. 6 Gramm Citrullinmalat, also das wird einen ordentlichen Pump geben. Ich weiß nicht, ob mein Körper den Pump aushält, weil ich hatte vorhin beim Training schon richtigen Pump und voll die Krämpfe und so. Das ist voll meine Aber Empfehlung. Wir haben das ja schon getestet und das haben sich ja auch einige bestellt. Halben, ne? Ja. Ja, gut. Keine Sorge, was gar nicht bescheiß dich nicht. Also wer nur einen Pump will, dann das. Genau. Aber es geht ja nicht darum jetzt in dem Video, sondern in den Booster. Aber guck mal, es ist echt eine geringe Menge. Das ist auch falsch. Da kann man das noch durchgehen lassen. Genau. Hast du schon? Ja. Hast du mir schon reingemacht? Ich habe schon reingemacht. Keine Sorge. Oskar hat Panik, dass er zu viel bekommt. Aber wir machen es, dass er zu wenig bekommt. Ja. Das Zitrone hat wirklich das Geilste, was man überhaupt haben kann. Das ist eine geile Empfehlung für jeden. Punkt, ne? Ja. Kann man nichts mit falsch machen. Hier ist bestimmt, oder? Nee, kein Citrullin drin, kein Arginin, kein Agmatin. Nichts für Pump. Ja. Hydromax, das ist Glycerol, glaube ich. Aha. Haben wir da in der Pumpmatrix. Deswegen ist das auf jeden Fall was. Citrullin. Ich kein Citrullin. Deswegen, man muss auch mal gucken, bevor man sich beispielsweise in den Booster jetzt mal zusätzlich Koffein reinhaut, muss man mal gucken, was ist da überhaupt schon drin. Ich habe schon mal was Gutes zu sagen, dass da wohl anscheinend keine Farbstoffe drin sind. Ja, wir waren sehr unsicher. Oder sieht so ein bisschen aus, meiner Meinung nach, wenn ihr mich fragt, das sieht aus wie Milch. Wer diese Stelle nicht kennt, muss unbedingt den iPad Drive Booster Test mal hier auf dem Channel abchecken. Das ist voll schaumig. Ja, auf jeden Fall, Alter.
Natural Artificial Flavors, also das steht nur für Geschmack. Naja, okay. Flavors, also Farbstoffe denkt man nicht. Also sieht ja so aus, das ist mein Flavor. Das ist halt normal. Ananas-Geschmack übrigens. Ananas, Pineapple Explosion. Ah, schön, ne? Ananas-Explosion. Explosion, so Geschmack. Ich sag immer, ein guter Booster muss scheuen und Geräusche machen. Ich kenn das Explosion-Lied voll oldschool techno so mäßig. Bestimmt schon mal gehört. Ich glaube, wir hatten schon zu viel Bier. Ach, wenn man es hört, dann haben wir es bestimmt schon mal gehört. Wir haben jetzt 6 Minuten. Lass uns so 10 machen. Machen wir so 10, ne? Max. Okay. Die Leute können sich auch nicht die ganze Zeit reinziehen. Hey, ich würde sagen. Ja, wollen wir mal. Als Training. Auf dem Brusttraining. Oder auf dem Brusttraining. Brust. Brust. Den Zitronenmonat ist richtig geil. Das ist überhaupt nicht sauer. Bei dir ist es wahrscheinlich ja, schon sauer. Ja. Ich bin ganz geil. Oh ja, das ist mega sauer. Aber schmeckt übertrieben lecker. Der schmeckt echt geil, Alter. Also, besser als das letzte Mal. Ich hab ja jetzt nicht viel Geschmack. 300 Liter Wasser. Die haben 4. Ah ja, okay, du hast. Ja, stimmt. Ich hab jetzt die Aber generell ist er nicht so intensiv. Ja. Der schmeckt halt nicht so künstlich. Ja, genau. Der schmeckt ja nur leicht. Aber man muss aber sagen, man hat immer, wie man gesagt, so einen Film, komischen Film auf der Zunge. Also, man löst ihn nicht hundertprozentig auf. So ein bisschen pulverig. Jetzt würde meine Katze aber so im Shaker hat er sich schon gelöst. Also aufgelöst sieht eigentlich ganz gut aus. Nur, weißt du, wie ich meine, wenn man trinkt, irgendwie so nicht komplett flüssig, wäre es schwer zu beschreiben. Ich merke das auch, mein Unterschied. Ja, genau. Bleibt auf der so, Zunge habe ich den. Ne? Bei mir im Hals so ein paar Krümel. Mehlig, mehlig. Ja, auf jeden Fall. Bei mir bleibt es direkt hier oben. Nimmt deine Lippen. Voll hängen. Ganz schön. Wenn man eine Katze ablecken. Ich würde es, wenn man eine Katze ablecken. Oder was anderes Haariges. Harry. Harry. Oder was anderes Haariges. Was ist das, wenn es mal so schlimm war? Kein bitte Alani. Wollen wir eine Geschmackswertung rausgeben? Wollen wir so ein 1 bis 10? Nö, okay. Ja, wollen wir? Ich würde sagen, wir überlegen. Die komplette Wertung auf dein. Wollen wir die komplette bei mir machen? Wenn normalerweise. Okay, wir können es ja hier sagen und dann. Ja, genau, du kannst mal wiederholen. Die Leute nur das kommen. Ganz genau, ja. Ja. Also, also ich würde sagen, jeder überlegt sich was im Kopf, dass er nicht von anderen beeinflusst wird. Von 1, 0 bis 10. 10 ist von 0 bis, oder von 1. Also, ich überlege zwischen 0 und 1. Der war nicht schlecht, Alter. Na, ich hab so, ich hab mich. Hab, ja, ne, hab mir auch schon was gesagt. Klar, ich hab auch Warte. Schon. Ja, war schon was. Okay. Okay. Wollen wir von links nach rechts durchgehen? Okay, ja. Okay. Also ich hatte schon bessere getrunken, der Geschmack. Ich mag, dass er dezent schmeckt. Ich finde ihn aber ein bisschen künstlich, also nicht so wie eine Ananas, sondern ein bisschen so eine künstliche Süße irgendwie. Also ich würde sagen 6. Okay, ich würde eine 7,5 bis 8 geben, also so im Dreh. Ich finde ihn halt gut. Er lässt sich leicht trinken, ganz entspannt und schmeckt fruchtig, Ananas. Ich war bei einer 8,5. Boah, bei mir waren es so, sag ich mal, 6. Okay, also bei mir ist es so, ich bewerte eigentlich immer weniger nach dem Geschmack, sondern eher nach dem Kriterium. Kenne ich noch viele andere, also wir kennen auch so andere Booster, die schlimmer sind. Geschmack. Genau, Einnahme. Da machen wir eigentlich immer Geschmack, Löslichkeit, Nachgeschmack, solche. Deswegen bei mir ist immer so, es gibt den einen oder anderen Booster, den kriegt man kaum runter und das ist halt. Das ich hatte so halt noch nicht. Booster, ne? Vielleicht, wenn ich die hätte, wäre meine Bewertung. Ja, genau. Aber genau. Ich hatte bis jetzt nur so vom Geschmack so leckere, die viele besser waren. Als ja, deswegen für mich eine 6. Ja. Bei mir ist es. Aber der schlimmste war der C4. Ja, aber welche die Einnahme finde ich ist ja nicht entscheidend. Nee, auf jeden Fall. Ist ja immer so nebensächlich. Ist ganz gut. Deswegen gucken wir mal, was er im Training taugt. Das ist ja wirklich das, was zählt. Ne? Fokus, Energie, Ausdauer. Fokus, Energie, jetzt sage ich schon meine eigenen Kriterien falsch. Pump, Fokus, Energie, Pump. Was? Pump. Was? Fokus. Man merkt, der Booster wirkt Fokus, Energie, Fokus, Pump und Energie. Pump. Top. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Wird es dann bei mir auf dem Channel geben? Bestimmt irgendwo verlinkt. Ich hoffe auch. Natürlich, gerne. Sehr schön. Ja, okay. Also geschmacklich hat nicht ganz klar was Besseres schon. Nein, du hast doch Zitronin mit drin, Digga. Ja, aber egal. Das ist ja ein bisschen am Anfang meintest du doch noch gleich. Der schmeckt richtig, gell?